Dovidien, Dovidien. Putin. Er ist gut, Präsident. Dass man immer wieder auf Putin einschlägt, gehört sich nicht und ist eine gottverdammte Ungerechtigkeit. Ganz ehrlich, im Gegensatz zu unserer Bundesregierung hat er sein Land fest im Griff. Gefällt Ihnen Genosse Putin? Ja, der ist zwar streng, aber gerecht. Erstmal das Materielle, selbst das Persönliche, aber er ist für sein Land da. Wenn Putin sagt, sie müssen das und das und das machen, machen die alle. Sonst kriegen sie einen Tritt in den Arsch. Was sagt unsere Regierung? Die machen, machen, machen und dann? Er hat ja auch den einen oder anderen Verdienst schon erworben. Er setzt sich zum Beispiel in Syrien sehr für den Frieden ein. Das ist okay, ja, finde ich gut. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wartet uns die Pute an. Wartet uns die Pute an, die russische Pute. Putin hat die Krim nicht eingenommen, Putin hat die Krim befreit. Ja. Ja. Putin befreit jetzt gerade Syrien. Putin befriedet Syrien. Und glauben Sie, da war das nicht so? Also ich war leider noch nicht in Russland, ich würde ja nach Sibirien. Also die Landschaft finde ich mega geil, ja. Da müssen Sie sich irgendwas zu Schulden kommen lassen, dann sind Sie ganz schnell in Sibirien. Ach so, ja. Dann haben wir noch Nord Stream. Gas, brauchen Sie Gas? Nee, ich koche elektrisch. Und damit gebe ich zurück zu Genosse Stadelmann in den RBB.